Bei so vielen Themen haben wir die Kurznachrichten in zwei Blöcke unterteilt. Im ersten geht es unter anderem um das Waldfest und den Landesparteitag der Tierschutzpartei. Beginnen wollen wir mit der Wiedereröffnung der Kunstwerkstatt in Buckau. Nachdem Paul Gandhi und Martin Müller 2009 und 2010 zwei Kunstkalender mit den Titeln Fornamentik veröffentlicht hatten, kommt nun etwas Neues aus dieser Reihe. Das Format ist geschrumpft, der Umfang ist gewachsen. Ein ganz individuelles Notatenbuch für das Jahr 2012. Premiere hatte es zusammen mit der Wiedereröffnung der umgezogenen Kunstwerkstatt und einer Ausstellung von Fornamentik-Bildern, die noch bis zum 1. Oktober dort zu sehen ist. Mehrere hundert Magdeburger und auswärtige Gäste besuchten vor einigen Wochen das erste große Waldfest im Kulturpark Rote Horn. Anlass war, dass die Vereinten Nationen das Jahr 2011 zum Internationalen Jahr der Wälder erklärt hatten. Mit dem Waldfest setzte das Landeszentrum Wald dabei den Höhepunkt in Sachsen-Anhalt. Es gab einen Erlebnisparcours mit 10 Stationen, eine Forsttechnik-Show mit Vorführungen und Holzkünstler zu sehen. Für die musikalische Unterhaltung sorgte das Sachsen-Anhalt-Orchester. 3 Tage lang stand Magdeburg ganz im Zeichen des ersten Kaiser-Otto-Festes. Rund um den Domplatz und den Fürstenwall hatte sich die Innenstadt mit mittelalterlichem Flair umgeben. Es gab einen Festumzug, Theateraufführungen mit Szenen aus der Magdeburger Geschichte und allerlei Belustigungen für das Volk. Als Eintritt in das Festgelände galt ein 7 Euro schwerer Keramiktaler. Bemängelt vom Publikum wurde lediglich, dass es keinen günstigeren Preis für einen Tag und keine Ermäßigungen gab. Auch das Programm auf dem Domplatz sagte nicht jedem zu. Die Partei Mensch, Umwelt, Tierschutz feierte kürzlich das 15-jährige Bestehen des Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Gleichzeitig fand der turnusmäßige Landesparteitag statt. Es gab nicht nur das gute Landtagswahlergebnis von 1,6% auszuwerten, sondern es konnten auch viele Gäste, zum Beispiel aus Berlin und Brandenburg, begrüßt werden. Im Anschluss an die Rückschau wurde der Landesvorstand fast einstimmig wiedergewählt. Vorsitzender bleibt Josef Fassel, weitere Vorstandsmitglieder sind Rotraud Buch, Stefanie Koch, Bettina Fassel und Peter Bartschek. Fast 3000 Gäste, darunter Fans aus der ganzen Republik, zählten MVB und IG Nah kürzlich beim Tag der offenen Tür im Depot Westerhüsen. Anlass der Veranstaltung war das 10-jährige Bestehen des neuen Betriebshofes und das 90-jährige Jubiläum der Vorortbahn nach Schönebeck. Die historischen Straßenbahnzüge sorgten für den Sonderverkehr zwischen Innenstadt und Südost. Historische Busse aus Berlin und Rostock übernahmen die Fahrten nach Schönebeck. Auf dem Betriebshof gab es Führungen und für Unterhaltung sorgte unter anderem die Jazzpolizei.